Wasser gegen Krebs, spinnt der jetzt wirklich? Hi, hier ist Matthias von die Praxis Family. Ja, Wasser gegen Krebs. Als ich da die ganzen Informationen zusammengebracht habe, konnte ich hier nur gut staunen. Es ist tatsächlich so. Es gibt sogar da Untersuchungen und Studien, ob Wasser gegen Krebs hilft. Und es ist so, Wasser ist ein absolut gutes Mittel zur Krebsprophylaxe. Wenn jetzt schon ein Tumor besteht, dann ist Wasser sicherlich auch hilfreich als Unterstützung, aber da gibt es andere Möglichkeiten, das in den Griff zu kriegen. Aber als Prophylaxe, wenn ich keinen Krebs haben will, dann ist Wasser enorm wichtig. Beim Wasser ist es so, Wasser sorgt dafür, dass die Lymphflüssigkeiten und damit die Zellversorgung viel, viel besser funktioniert. Wenn ich genug gutes Wasser im Körper habe, dann ist der ganze Abtransport von Schadstoffen, von krebserregenden Stoffen, all diesen ganzen Substanzen, die irgendwie meinen Zellen schaden können, entweder vom Körper selber hergestellt als Abfallstoffe oder aber auch von außen irgendwie auf mich zugetragen, die werden alle weggeschwemmt. Die werden alle rausgeschwemmt und auch da ist es so, dass das Risiko, dass sich das in der Blase oder Niere festhängt, geringer ist, wenn ich genug Wasser habe. Die Universität Cambridge hat herausgefunden, dass wenn man genug Wasser trinkt, das Krebsrisiko für Blasenkrebs um 60% sinkt. 60% weniger Blasenkrebs, wenn man genug trinkt. Das ist enorm. Das ist eine Riesenmenge. Oxford University hat herausgefunden, dass Darmkrebs, das Risiko für Darmkrebs sinkt, wenn man genug trinkt. Und wenn man das Wort genug trinkt hört, dann geht es ja darum, was ist genug und was soll ich trinken. Wichtig ist, die Menge entspricht ungefähr so 2 bis 3 Litern am Tag. Die Empfehlung ist einfach 6 Wassergläser voll zu trinken, über den Tag verteilt. Macht keinen Sinn, wenn ihr 2 Liter morgens trinkt und dann denkt, es war's, weil das geht alles tatsächlich einfach so raus. Aber wenn ich eine gute Hydrierung vom Körper will, dann muss ich einfach immer wieder daran denken zu trinken. Ihr könnt euch einen Trinkwecker stellen, ihr könnt euch ein volles Glas an den Tisch stellen, sodass ihr seht, ah ja, das muss ich noch leer trinken bis 10 oder bis 12. Und also irgendwie so sich austricksen. Und wichtig ist, je nachdem, was ihr macht, wo ihr seid, dass ihr einfach so 1-2 Wasserflaschen euch hinstellt mit einem guten Wasser und wisst, am Abend müssen die leer sein. Das ist eine Möglichkeit, um gut Flüssigkeit aufzunehmen. Am besten wirklich stilles Wasser, keine Kohlensäure und möglichst mineralarm. Dieses mineralarme Wasser hat die Kapazität und die Fähigkeit, am besten Schadstoffe aufzunehmen. Es gibt das kaum zu kaufen. Es gibt ganz wenige Wasserhersteller, die wirklich mineralarmes Wasser so herstellen, dass es gesund ist, keine Schadstoffe mitbringt und den Körper entschlackt, entgiftet. Am schlauesten ist es wahrscheinlich, das Wasser selber herzustellen, selber zu filtern. Es gibt ganz viele verschiedene Filter, die das können. Am ehesten geht das in Richtung Membranfilter, also die Umkehrosmose kann sowas. Da kommt es aber darauf an, was wird dann mit dem Wasser noch gemacht. Nach der Filterung, damit es ein lebendiges und gutes und gesundes Wasser ist, das auch vom Körper aufgenommen wird. Wir haben für uns festgestellt, der beste Filter, mit dem wir arbeiten können, den wir empfehlen können, ist der Filter von Ideal Water. Ich habe den hier unten auch verlinkt. Da gibt es sogar einen Rabattcode, den habe ich dazu geschrieben. Das ist ein super Ding, den haben wir jetzt in der Praxis schon seit vielen Jahren in der Testung. Wir testen immer wieder Wasserfilter. Da haben wir mal ein Video, glaube ich, dazu gemacht. Da ist das Wasser optimal. Aber unabhängig davon, wenn ihr so einen Filter nicht habt, spielt keine Rolle. Besorgt euch ein gutes Wasser, das möglichst mineralarm ist und still ist. Und trinkt davon einfach. Trinkt davon. Nehmt aber bitte nicht einfach nur Leitungswasser, weil das ist tatsächlich eben genau nicht mineralarm. Das ist voll mit irgendwelchen Toxinen und mit irgendwelchen Belastungen. Und ist es nicht so, dass das gesund ist für den Körper. Es wird kaum vom Körper aufgenommen. Es muss schon irgendwie ein Wasser sein, das geeignet ist für die Körperaufnahme. Wenn ihr dazu mehr wissen wollt, schaut euch nochmal das Wasserfilter-Video an. Und ansonsten besucht uns in unserer Akademie, Praxis Family Academy, da gibt es Informationen. Macht einen Termin bei uns oder schaut mal bei Instagram vorbei, da kriegt ihr auch nochmal ganz viel Infos. Ciao!